willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder am Wilzer Berg angekommen mit unserem Abarth. Und ich habe mir professionelle Hilfe geholt. Daniel Abt ist auch mit am Start. Servus. Hi. Und der bringt mir heute mal das Fahren bei, hoffentlich. So gut es geht, ne? Also erstmal hoffe ich, du hast gut geschlafen. Perfekt, sehr gut. Seid ihr gut angekommen hier? Ja, wir sind aus Köln gekommen, wir haben gestern schon gedreht. Aus Kempten Gott sei Dank nicht, sonst hätten wir 5 Stunden gebraucht. Aber man muss dazu sagen, wir waren ja auch schon gestern hier und wir haben gerade während der Einweisung, ich glaube, das Auto wurde noch nie so schlecht gemacht, wie es seit gestern. Also eigentlich haben wir jetzt alle Angst davor. René hat schon gesagt, auf dem Hinweg, er fährt auf gar keinen Fall mit. Nee. So, jetzt haben wir aber erfahren, dass Beifahrer auch erlaubt sind, also du wirst nicht drum herum kommen. So. Aber es wird auch überall. Es wird witzig. Ja, es wird geil, ich glaube auch. So, wir fangen mal ganz einfach mit den Basics an, weil das garantiert meine Zuschauer brennend interessiert, weil die das, ja, sowas kann man einfach nicht jeden Tag fragen. Wie oft fährst du Rennstrecke? Also wie sieht dein Alter so aus? Fährst du wirklich wöchentlich einmal irgendwo auf der Rennstrecke oder? Nee, das ist ja das große Problem beim Motorsport, dass ja auf die Rennstrecke gehen immer entweder teuer ist oder halt schwierig oder auch teilweise weit weg. Ich komme aus dem Allgäu, bei uns gibt es gar nicht so wirklich Rennstrecken. Das heißt, man hat nicht so wirklich die Möglichkeit, das zu machen. Und gerade auch, wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, im Motorsport ein Rennteam hast, dann gibt es oft, Testverbot und so weiter, weil man die Kosten quasi gering halten will. Also in der Formel E, die ich jetzt zuletzt gefahren bin, da gab es, 15 Testtage, glaube ich, im Jahr, wo wir dann gefahren sind. Meistens aber im Ausland, damit Wetter gut ist, Sonnenschein. Und sonst die Rennen und sonst halt viel im Simulator noch. Und okay, verstehe. Also das ist eigentlich schade. Also ist jetzt auch nicht so, dass du 2 Tage die Woche nur auf der Rennstrecke hängst? Nee, weil ich sag mal, wenn ich jetzt für meinen Sport üben will, dann brauche ich eigentlich schon hauptsächlich auch das Rennauto, mit dem ich dann fahre. Und das habe ich ja gar nicht mehr. Also du kannst jetzt nicht dein Rennauto einfach mal schnell rausholen und sagen, los geht's, weil meistens brauchst du noch ein 10-Mann-Team und Software-Ingenieure und so weiter. Also wie ist das? Ist das ein Sport, den man lernen kann? Oder wenn ich es gar nicht kann, werde ich es auch nicht können? Doch, den kann man auf jeden Fall. Kann man lernen. Also okay. Ist wie mit allem im Leben. Also es gibt ja 2 Ansätze. Entweder hast du sehr viel Talent schon, das sehen wir jetzt. Vielleicht. Man kann ja ein gewisses Gefühl schon einfach haben, weil man ein gutes Gespür hat für so ein Auto. Aber man kann alles lernen und das ist eine Sache der Übung. Ne? Mit jedem Meter, den du fährst, wirst du besser. Hast ein besseres Verständnis für Rennstrecke, für die Linie, für ein Auto. Und man lernt auch nie aus, weil auch selbst wenn du mit einem Auto immer hierher kommst, ist es jedes Mal ein bisschen anders. Die Strecke verändert sich, die Wetterbedingungen sind anders. Dein Auto hat vielleicht, andere Reifen drauf. Es gibt so viele Faktoren, die entscheidend sind. Somit ist es jedes Mal wieder eine Herausforderung. Was sagst du zum Abarth? Ich bin noch nicht gefahren, aber ich freue mich extrem drauf, vor allem, weil das für mich auch so ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund hat. Mein Großvater, der war Abarth-Werksfahrer. Ah, der ist früher Bergrennen mit einem Abarth gefahren. Und da gibt es halt, ich kenne halt nur die Bilder, ich habe es natürlich selber nie gesehen, aber ist irgendwie cool so. Ne? Ist für mich. Also das Auto steht jetzt wirklich, ich sag mal, im Urzustand da, bis auf ein paar Tieferlegungsfedern, komplett original, nicht vorbereitet, Öl ist drauf und neue Kerzen sind drin. So, das war's. Das heißt, dass ich höre aber schon raus, wir bauen das Auto ja dann von Folge zu Folge um, dass es immer schneller wird und dann brauchen wir auf jeden Fall am Ende nochmal den Unterschied, so was du dann sagst, so, du musst auf jeden Fall nochmal fahren und dann sagen, so, bin ich jetzt fährt das Auto so ungefähr, ne? Weil mal gucken, ob wir heute überhaupt zum Fahren kommen. Ja. Hoffentlich. So, so viel dazu erstmal. Wir haben den Vorteil, in dem Abarth ist es schön leise, das heißt, wir werden uns auch während der Fahrt unterhalten können. Strecke? Bist du bestimmt schon mal gefahren? Ne? Strecke bin ich schon gefahren, tatsächlich auch mit einem langsamen Auto. Das war ein VW Up GTI. Somit noch kein schnelles, aber es ist eine sehr, sehr coole Strecke. Ne? Weil man sieht das jetzt ja hier auf dem Profil hier. Es hat halt viel Höhenunterschiede. Es gibt so eine Strecke immer Charme. Ne? Man hat hier so ein extremes Gefälle, was auch einfach auch die Autos so ein bisschen ans Limit bringt. Und viele unterschiedliche Kurven auch. Also gerade auch für dich, sag ich mal, wenn man so ein bisschen reinfinden will, ist es auch cool, wenn einfach viele verschiedene Kurven vorhanden sind. Ja, wir sind genau hier hinten sind wir gestern, jetzt muss ich einmal gucken, ist das richtig? Ja, da sind wir einmal ausgestiegen und du steigst dort aus dem Auto und fällst fast aus dem Auto raus, weil es so schräg ist. Das, ne? Ist ultra schräg. Das ist schon, aber das ist schon heftig. Es fühlt sich, wenn man da steht, viel steiler an, wie wenn du im Auto fährst. Das ist so sehen. Okay, ich würde sagen, so viel zur Theorie. Das reicht erstmal. Jetzt zeige ich dir das Auto. So, hier sind wir. Fast wie in dem Audi, den du mitgebracht hast, ne? Mario und Luigi, oder? So, wir beginnen da einmal. Ja, du kennst es nochmal. Alles klar. So. Oh Gott, ey, ich glaube, ich stelle mir den mal noch ein bisschen
So, man muss dazu sagen, das kann nur witzig werden heute, weil Daniel hat RS7R mitgebracht. Wir fahren jetzt erst den Abarth. Parallel dazu macht Daniel auch ein eigenes Video. Und wenn ich mich gut anstelle heute, darf ich nachher den Audi vielleicht auch noch fahren. So genau so. Wenn bis dahin noch alles an uns ganz ist. Ne? Weil wir haben gerade schon gesehen, was da für Autos auf der Strecke fahren. Die werden uns hassen. Ich dachte eigentlich auch hier, es ist geht ein bisschen entspannter ja heute zu. Ne? Aber du bist schuld, du hast es organisiert. Aber es kann nur brutal werden. Es kann nur witzig werden. So, das heißt, die Strecke kennst du schon wirklich auswendig? Die Strecke, ja, was heißt, also ich weiß, wo es lang geht. Schon ein bisschen her, dass ich jetzt hier war. Ich kenne es jetzt nicht so in- und auswendig. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo welcher Stein liegt, aber ich weiß, wo wir lang müssen. Ja. So, wir müssen uns auf jeden Fall so ein bisschen langsam rantesten, weil Material, ne? Damit du auch noch zum Zug kommst, weißt du. Nee, mal gucken, wie das Ding so, wie der hier so performt. Die lachen jetzt, wenn wir hier reinkommen. Jetzt, die denken sich alle, die haben sich verfahren. Die haben sich verfahren. Ey. So, geil, also ich freue mich. In der Boxengasse können wir noch Speed okay. Speed da okay. Da können wir noch mithalten hier. Das können wir mal ausmachen hier. Na, Sport habe ich angemacht, ne? Achso, gibt's hier einen Sport? Ja, gibt Sport und kein Sport. Aber ESP was, und. Was passiert da? ESP und so hat er nicht. Die Lenkung wird so ein bisschen härter und ich glaube, ein paar PS mehr hat er auch. Okay, schau dir erstmal die Granaten an, die hier stehen. Oder warten die alle? Nee, ne? Wir fahren hier so selbstsicher mit unserem Arm. Oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht selbstsicher. Ich denke so, bitte hoffentlich sieht uns jetzt hier keiner. Wir fahren so vollkommen selbstverständlich, selbstsicher hier vorbei. Oh Gott. Jetzt geht's los. So. Mal durch die Strecke für uns alleine. Jetzt haben wir's, ja. So, also, ist auch eine geile, ist schon allein diese Boxen ausfahren. Das ist schon richtig nice. Hier, schön bergauf. Und dieser sensationelle Seitenhalt in den Sitzen auch. So, start mal. Oh, da kommt der erste Pulk hier hinter uns. Okay, wir sind doch nicht alleine, sorry. Wir sind doch nicht alleine. So, das ist gut. So, die Brille. So, dann geht's los hier. Ja, du siehst ja, die Curbs, die wir hier haben, die sind eigentlich relativ, die sind relativ flach. Also, die kannst du nehmen, den hohen auf keinen Fall nehmen. Ne? Also, der hohe, den spürst du hier im Auto. So. Du fährst aber auf jeden Fall zielsicher mit dem Ding gleich los. Ja, ich weiß ja zumindest, wo es lang geht. Das ist schon mal ganz gut. Ne? So. Dafür, dass das Auto erst so malig gemacht wurde? Nee, das geht schon. Also das ist ja auch ein bisschen... Das finde ich halt eklig, so man sieht so gar nichts. Ne? Ja, vor allem zum Glück hinter mir so. Okay, das heißt, wenn uns jetzt, wie machst du das, wenn jetzt von hinten einer kommt, fährst du dann deine Linie weiter oder machst du so ein bisschen Platz? Ich mach schon ein bisschen Platz, weil wir sind so unter, das ist geil, ne? Hier irgendwie so geht, so, merkst du das, wie viel Charme das hier hat? So, und dann geht's jetzt hier bergab, ne? So, da kannst halt richtig stehen lassen, früh aufs Gas, so, merkst du, das Auto ist untersteuert nach außen, aber ist egal, weil das fängt dich hier an, der Kuppe fängt sich wieder an. So, und dann geht's hier hoch, ist blind. Ich muss auch erstmal überlegen, ja, es geht schon ein bisschen nach rechts. Ich sehe mal, hat jemand Öl verloren. Voraus rechts. Aber grundsätzlich, sage ich mal, mit dem Auto, mit dem wir jetzt hier fahren, schadet es nicht auch wirklich öfters mal in den Spiegel zu gucken und zu wissen, was da kommt. So, hier auch nochmal. Boah, das ist eine geile Rennstrecke einfach. So, und zack, rauf auf den Stempel. Schön durchziehen hier. Das geht natürlich alles voll. So, jetzt werden wir gleich merken, wie es uns ein bisschen. 60 immerhin schon. Ich habe gerade überlegt, wegen dieser. Oh, da kann man die Strecke wohl nochmal eine Schikane reinmachen. Da kann man noch was anderes machen. So, das ist jetzt hier relativ zügig. Ne? Hier einfach wichtig: Schwung mitnehmen. Sie austreiben lassen. Hier haben wir das Vollgas. Da nochmal hier ein bisschen Innenkörper. Schalten, Berg hoch, dann wieder ein bisschen außen, später Apex, ne, hier reinziehen, innen treffen und dann außen Curb. Und jetzt dann haben wir schon mal die erste Runde geschafft hier. Jetzt wäre Leistung geil. So, jetzt wäre Leistung geil, ne? So, mal durchziehen hier. Und das ist unsere erste fliegende Runde jetzt. Jetzt hast du kein Power, ne? Jetzt bin fast ein bisschen unter dir, ja. Vielleicht auch einen zweiten nehmen können.
So. Ja. Entlang. Jetzt wollen wir kurz noch diesen Spiegel schauen. Lass mal noch kurz vorbei hier. So. Ein Bild für Götter hier. Ja. Zack rauf. Ich glaube, zweiten Schalt macht fast nicht Sinn. Lieber ein bisschen, lieber ein bisschen versuchen hier die Geschwindigkeit hochzuhalten. Ja. Ja, das muss man. Also ich muss echt sagen, ich bin geflasht, wie, das sieht man dann doch so Profi halt, ne? Wie schnell der dann ja doch recht schnell. Boah, Junge, hier kommt er ein bisschen, hier unter leicht. So, wieder rauf. Und berghoch. Das muss voll gehen. Sorry, ich muss nicht unterbrechen. Wie schnell was? Krass, wie schnell du dann doch hier so dich in das Auto reinfindest, ne? Da hat man auch gerade gemerkt, wie auch beim Anbremsen wirklich leicht wird. Ja, ne? er wird leicht auf der Bremse. Aber ganz ehrlich, das kann man schon machen hier, oder? Also macht mehr Laune, als ich dachte. Für das, wie vorher jeder gesagt hat. Aber jeder gesagt hat, auf gar keinen Fall. Kannst du nicht machen, das geht schon. Also ich muss wirklich sagen, hab auf Anhieb auf jeden Fall natürlich Respekt, aber trotzdem, es fühlt sich schon sicher an. Ja, wir müssen ja auch nicht übertreiben. Also das ist ja. Stelle hier mit einem Auto mit Leistung verschätzt man sich wahrscheinlich komplett. Ne? Da ist gefährlich, ja, weil diesen Knick kann man leicht unterschätzen. Ne? Hier auch wichtig, dass man nicht zu früh einlenkt. Ein bisschen später Apex. Ich mache mal einen zweiten. Aber nicht durchziehen. Was sagst du? Ja, läuft. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so. Ist geil. Also ich habe Spaß. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich versuche mich natürlich gerade schon selber so ein bisschen darauf zu konzentrieren, dass ich das auch ähnlich. Aber ja, hier ist natürlich Untersteuer. Oder? Ja, zweiter Gang ist besser hier auf jeden Fall. So. Ja, da kann fast ein bisschen mehr Schwung mitnehmen. Hier links wieder rein. Aber merkst du so richtig unterm Arsch, sage ich jetzt mal, wie das Auto sich verhält? Also, dass du selbst jetzt schon hier und da merkst, dass er schon so leicht hecklastig wird? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das war immer schon vorbei. Du kannst ja mal mir im Vorfeld schon mal Tipps geben, in welchen Kurven ich aufpassen muss, wo das passieren kann, dass der so ein Heck so ein bisschen kommt. Also, ich finde, am meisten ist es so, wenn wir diese Stellen haben, wo es bergab geht, ne? Ja. Also, wenn du so genauso, zum Beispiel hier jetzt, wenn du unterstellen, aber jetzt pass auf, jetzt weiß ich es gleich. Hier nochmal über die Kuppe drüber. Über die Kuppe, ne? Da wird natürlich das Heck. Ja, hier wird er leicht und jetzt kommt er so ein bisschen. Alter. Aber er untersteuert auch. Also ist jetzt, ich finde es sehr gutmütig. Es ist gar nicht so schlimm. Klar, umso mehr du auf die Bremse gehst, umso mehr du die Last quasi nach vorne machst, umso leichter wird die Hinterachse. Aber es ist alles im Bereich des Fahrbahn. Also, das ist voll okay. Ist noch ganz, ne? Ja. Also, muss man ja auch mal loben erwähnen. Nice! Das war doch besser, als wir das erwartet haben, oder? Hat doch Spaß gemacht. Das war waren, nice. Jetzt, waren jetzt 4-5 Runden am Stück, oder? So, Driver Change. So, erstmal für den Laien. Verhältnismäßig weiter vorne sitzen, weil Lenkrad kann man leider nicht rausziehen. Genau, also das Ding ist halt einfach, wenn du brauchst einen gewissen Winkel, um arbeiten zu können. Ne? Wenn du so fährst, dann hast du kein Gefühl. Jetzt ist natürlich für dich mit der Beinfreiheit nicht so optimal. Du kannst vielleicht schon einen Tick nach hinten, aber zu weit weg ist einfach, also ist natürlich eure Geschmackssache, aber generell sagt man, man sollte schon einen gewissen Winkel einfach haben. Sieht aus mit den Typen immer so, ne? Da machen wir keine Spirenzchen.
Rennstrecke. Ich finde auch. Ja, Ehrfurcht oder so? Oder eigentlich gar nicht. Fährt erstaunlich sicher, weil ich jetzt natürlich auch gerade schon gesehen habe, was das Auto theoretisch kann. Ne? Ich muss ehrlich sagen, was mir so auffällt, wenn ich selber fahre und dann neben dran sitze, das Gefühl, neben dran sitzen, da kommt es einem immer viel, viel schneller vor. Also du hast immer, wenn du selber nicht weißt, wo du gebremst, dann passiert was. Ja, schön. Aber jetzt kommt so von hinten, bleibe ich jetzt hier, ja, ne? Ja, bleib einfach rechts. Da können wir leider nicht mitstinken hier. Einzuschätzen. So, innen rein mit dem Auto. Innen rein. Noch weiter? Ist auf der weißen Linie mit linken Radzeit. Genau hier ist der Apex. Auf das Gas, Vollgas und durchziehen. Thank you.
weiß ja, dass ich da tatsächlich gerade in Rot was gesehen habe. Ja, gut aufgepasst. Perfekt. Also geht als Beifahrer. Nein, wirklich. Ja, ich bin generell immer so ein bisschen, also als Beifahrer bin ich generell nicht der Beste, was ich sage. Ich bin so ein bisschen ängstlich, wenn ich es nicht selber unter Kontrolle habe. Aber du hast ein gutes Startlevel. Ne? Es gibt Leute, die fangen an und sind super ängstlich. Die haben keine Vorstellung von, was spät bremsen oder Gas geben bedeutet. Das ist ja schon da. Jetzt geht es eigentlich nur so, klar, die Strecke Punkte, kennenlernen, Strecke oder? Kennenlernen, Scheitelpunkt. So. Was sagst du, wie viele Runden braucht man eigentlich, dass du jetzt, also selbst wenn du das Auto nehmen würdest, bist du so an ein Level an Zeit rankommst, wo dann erstmal Stillstand ist? Das ist schwer zu sagen. Also da das halt ein Auto ist, mit dem ich normalerweise so jetzt nicht auf den Rennstrecken gehen würde, was vielleicht sogar ein bisschen länger, ne? Gerade auf Frontriebler, ist eigentlich das, was ich in meiner Karriere fast nie gefahren bin. Ja. Aber ich sag mal so nach 10 Runden ist man auf, würde ich sagen, bin ich auf einem ordentlichen Niveau. Nach weiteren 10 bist du dann schon relativ dicht und dann ist es Feintuning. Ja. Ne? Aber ich muss auch ehrlich sagen, das Auto wurde uns auf jeden Fall schlechter gemacht. Ja, total. Also das muss man wirklich sagen. So. Ja, das ist, ich dachte ja auch hier so Wassertemperatur und sowas alles, ne? Nee, das kann man ja. Dann zieht das mal auch von der Bremse her, ne? Ja. Das ist ja doch so, dass man tendenziell sogar mehr bremsen kann. Ja. Mir geht es so, dass ich irgendwie nicht so voll reinhake in die Bremse, weil ich Angst habe, dass wir dann irgendwann an den Punkt kommen und du darfst ins Leere, weißt du, ich meine so, das... Rot heißt jetzt, dass wir auch raus müssen? Genau, du fährst jetzt in die Boxen, also, ja. Tierisch anstrengend? Definitiv. Was waren das jetzt? Vielleicht 5 bis 10 Runden? Auto? Krass, wie das durchhält, ne? Hätte keiner gedacht. Ne? Runde für Runde, Bremse, Reifen, alles top. Jetzt könnten wir mal Luftdruck gucken und fertig. Und fährt geil, ne? Also echt cool, hat Spaß gemacht. Oder? Ja. Aber man sieht, ein bisschen Achsenschweiß ist da. So, bist du warm, René? Ich bin das Krasse, sogar selbst Klimaanlage geht die ganze Zeit. So, hier ist wichtig, rechts bleiben. Rennstreckentag geht zu Ende. Ich bin sowas von happy. Ja, und ein bisschen durchschwitzt. Ja, ich hab den ganzen Tag leer gefahren. Ja. Also ich hätte niemals gedacht, dass dieses Auto, so wie es hier steht, so viele Runden hier durchhält. Ne? Und wir haben das Ding wirklich richtig Maß genommen, kann man wirklich so sagen. Bremse, man sieht es mittlerweile, sie wird leicht goldig. Und selbst das sind irgendwelche billigen ATE-Scheiben und Belege drauf. Das hat funktioniert. Reifen hier aus 2008. Haben auch funktioniert. Die Zeit, die wir gefahren sind, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal vorne nachfragen.
aber hat ultra Fun gemacht. Ja. Und du bist richtig stabil gefahren. Also man muss es wirklich sagen, jetzt am Ende, er hat noch 100 Runden gefahren, hat noch richtig angegast. Einen ganzen Tag. Es war wirklich gut. War gut. Ja, das war gut. Ja, schön, dass du das mit mir gemacht hast. Wenn das Auto fertig ist, müssen wir das Ganze auf jeden Fall nochmal wiederholen. Sehr gerne. Bin mal gespannt, was du dann sagst. Wir haben noch ein zweites Video heute gemacht für Daniels Channel. Genau. Zieht's euch rein, da hatten wir ein bisschen mehr Power unter Marsch. Das haben wir auch beide gefahren, ne? Also, beide gefahren. Das Ding fährt auch deutlich stabiler als der Hammer hier, deutlich schneller. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh. Oh, nice. Nice. Danke. Klickt rein, zieht's euch rein. Wir hatten Spaß, ne? Auf jeden Fall. Tschüss.